Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 3. Wir machen heute mal tolle Dinge und zwar habe ich hier eine Kiste verbreitet. Eine kleine 7x7 Kiste. Wow, sie ist gigantisch. Sie ist gigantisch groß und sie ist witzig. So, ja, also es ist einfach eine 7x7 Kiste, ne, aus diesen Colossal Chest Walls gebaut. Innen drin hohl. Irgendwo unten drin in der Mitte ist der Chor. Ist aus Holz gemacht und ich habe ein Interface hier oben an die Ecke gepackt, damit wir hier direkt mitarbeiten können. Das ist das Interface, wie ihr oben seht. Und jetzt können wir einfach einen Storage-Boss dran knallen und schon haben wir die gesamte Storage-Menge von der 7x7 Colossal Chest für unser System. Und das werden wir auch dringend brauchen. Ich habe, by the way, habe ich Nether Seeds gemacht, 2 Stück. Dafür braucht man 4 von diesen Nether-Clustern. Hier sind die Seeds. Nether-Clustern und einfach dieses Prudentium. Und die habe ich anbauen lassen und Glowstone Seeds habe ich gemacht. Und Texturen, ein bisschen. Das hier ist einmal gechillter Glowstone und zwar in, ja, Cobblestone-Optik, dass man das hier perfekt reinpacken kann. Ich finde, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Das ist mal ein bisschen, ja, etwas geordnet hier und nicht ganz so querbeet verteilt irgendwelchen Shit. Okay, also wir haben jetzt hier Glowstone dazu gekriegt und Netherrack habe ich noch gar nicht weggepackt. Das ist noch ganz frisch, aber soll schnell wachsen, bitte. Danke. Denn ich würde gerne mein Tool aufwerten und dafür brauche ich am liebsten Manulin bzw. entweder Azur oder Kobalt. Und das bekommen wir, wenn wir in einem Diamond Sifted Mesh, habe ich hier auch gemacht, Crushed Netherrack siften. Und Moment, das Diamond Sifted ist einfach, ne, Strings mit Diamonds. Wir haben inzwischen so viel Diamonds, dass wir das auf jeden Fall uns leisten können. Weil wir haben die Seeds von den Diamonds und so weiter. Von daher habe ich mir gedacht, haust du mal raus. Gut. Jetzt brauchen wir ein Interface. Nicht ein Interface, sondern ein Storage. Storage Booth. External Storage. Yes. Chest. 2 Stück. Ein Kabel. Destruction, Construction und Improvement. Improved irgendwas. Was haben wir davon bereits und was nicht? External Storage. Okay, die Dinger fehlen. Ein so ein und den goldenen brauchen wir noch. Ach ja, ich habe außerdem die noch gemacht. Wie heißt die nicht? Logic oder sowas in der Art? Logic. Prozessor. Nö. Ach, ich habe ja noch das Silicon hier rumfliegen. Das nehme ich als erstes. Und Jolt. So. Wow. Ja, das ist schon einiges. Das finde ich gut. Ich hatte erst auch überlegt, ob ich nicht eventuell eine Eisenkiste machen möchte. Die hätte ich ja nicht ganz so groß bauen müssen, aber habe ich dann dagegen entschieden, einfach aus Faulheit. Weil Holz haben wir einfach so viel. Und ich kann auch übrigens hier die Quarzschaufeln, Obsidian-Äxte und diese ganzen Axtdinger aus der Mob-Farm da reinpacken. Das funktioniert auch ganz wunderbar. Ich möchte wetten, die Tinker-Construct-Teile funktionieren auch. Aber da wollte ich jetzt keins machen für. Besser. Sollte vielleicht erstmal die machen. Damit ich das Teil schon mal fertig machen kann. Zack. Und zack. Bada boom. Ein Kabel brauche ich sowieso. Für den Anschluss. Hoppala. Immer ein Loch gehabt hier? Keine Ahnung, egal. Wir bappen das auf jeden Fall jetzt hier drauf. Nein, wir bappen das da drauf. Dankeschön. Und connected. Priority. 1. Wow. Mehr als 600.000 Sachen passen hier rein. Das nenne ich mal ein Upgrade. Alter Vater. Haha. Ich hoffe, er tut jetzt auch wirklich alles da rein tun. Tut er alles da rein tun? Tatsache. Er tut alles da rein tun. Nice.
Sehr nice. Ich muss wieder mal kurz meinen Anvil runtergeworfen. Den habe ich mir einen Block drunter abgebaut. Und dann ist er runtergefallen, der Anvil. Ha, passiert. Okay, das heißt, wir können jetzt mal umbauen so ein bisschen. Ich habe hier so eine kleine Aufräumaktion. Ich stelle das Ding erstmal hier, keine Ahnung, wohin damit. Und zwar da vorne. Dieser ganze Morgs muss weg. So. Das heißt, das kann alles jetzt mitkommen hier. So ein Magnet wäre auch mal nicht schlecht. Das darf mitkommen. Das hier ist sowieso leer. Mhm. Ihr kommt mit. Du bleibst jetzt mal hier. Inventar ist voll. Yep. Nein, das war... passt schon. So. Du kommst mit. Zack, zack, zack. Ein bisschen Platz ist noch. Juti. Dann können die Dinger als Konstruktsachen auch mal woanders hin. Erfolg, Manual Mill, ja klar. Ja. Wir könnten auch rein theoretisch die Monsterfarm mit der neuen Kiste verbinden. Das könnten wir auch tun. Das bleibt hier, habe ich gesagt. Das bist du... das muss hier rein. So. Und dann kann ich auch das alles mitnehmen. Zack. Das kommt auch mit. Ich weiß, die brauche ich jetzt gar nicht mehr eigentlich, oder? Eigentlich nicht. Nee. Jetzt kann ich auch hier den Streifen wieder wegmachen. Ja, bei Gelegenheit. Nicht jetzt. So, schön, schön, schön. Halt, den Skorstock sollte ich nicht ganz so weit weg tun. Stencil Table, Tool Station. Crafting Station. Tool Station und die Stencil. Dingsbums. Zack. Wohin damit? Wir könnten es in den Boden packen. Das wäre so eher unauffällig. Ja, ne? Hier so. Nur die Kiste ist ein bisschen blöd. Dann sollte ich es vielleicht nicht unbedingt hier hin tun, sondern ums Eck. So zum Beispiel. Zum Beispiel hier hin. Ja, hier wird es doch passen. Hier stört es keinen. So, also. Crafting Station, einfach nur, weil wir es können. Tool Station. Partbilder. Stencil. Und Stencil. Zack. Sehr schön. Hier ist alles leer. Yep. Gut. Guti, guti, guti. Dann darf jetzt hier auch gerne alles mit. Oh, wei, so viel Zeugs. Das gefällt mir. Und du? Und schon ist hier Ruhe im Puff. Schön. Sonst habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Ich habe meine Hühner ein bisschen weiter gebreedet hier. Wir sind gerade dabei, 10, 10, 10 Stahlhühner zu machen. In der Hoffnung, dass die zwei auf einmal auskacken, weil die produzieren doch nicht ganz so viel, wie ich gedacht habe, dass sie produzieren werden. Aber das ist nicht so schlimm. Also. Dafür häufiger als vorher. So, Stahlchicken Nummer 1, 99 und... du, liebet euch. Kackt mir ein Baby. Da ist es. Du bist perfekt. Es ist perfekt. Komm her, du kleines 2-Minuten-Huhn. Yum, yum. Für 2 Minuten Ei wäre ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen echt wenig Zeit. Zack. Dankeschön. Sorry. Sorry.
Sorry. Ach ja, ich habe die Macht über meine Hühner. Okay. Was? Bitte? Du bist Letthuhn, Stahlhuhn, kommt hier rein. Plöpp. So, du bist auch inzwischen auf 99 hoch. Du auch? Nee, du bist als nächstes dran. Gut, Stahlchicken ist neben dem Redstone Chicken, ich meinte Eisen Chicken, Led Chicken. Das Eisen Chicken, das sind die Eisen Chickens. Also, Led Chicken, du bist kurz vorm Drop, ist mir jetzt egal. Led Chicken, du bist 333, okay. Ich habe nur ein Ei. Ja. Okay. Also, zweimal Eisenchicken, ein Ledchicken. Weil ich es kann. Einfach nur aus Prinzip übrigens. Nicht, weil ich hier groß was rausholen will, sondern einfach nur aus Prinzip. Die Eisenchickens brauche ich echt nicht. Aber die Stahlchickens, die brauche ich. Eigentlich auch nicht. Wie dem auch sei. Okay. Mit den Federn und... Ach genau, wir können endlich verzaubern. Yay. Verzaubern. Wo ist denn hier meine schwarze Farbe? Ich glaube, die habe ich schon ins System gepackt. Ich glaube, hier ist noch was drin. Stahl auf jeden Fall. Wo kommst du denn? Ach so, aus dem Huhn. Ja, klar. Guti. Hab ich jetzt schon einmal eine Ink? Schwarz produziert aber jetzt gerade nicht ganz so viel. Es geht. Es geht. Doch, wollte gerade sagen. Also, da müsste noch was sein. Sah aus wie Bone Meal. Ist aber doch schwarze Farbe. Jut. Können wir eigentlich inzwischen auf unserem... Ding ins Gerät was abhaken. Kurz hier reingucken. Oh, geil. Capacitors. Ich sollte öfter die Dingens... das war jetzt eine lila Bag, ne? Eine Rare. Die sollte ich vielleicht öfter aufmachen. Ja, das, ja. So. Wo waren wir stehen geblieben? Das können wir inzwischen auch mal entblocken. Da habe ich gesagt... Verzauberung, genau. Leder. Leder und Papier. Oh, Papier ist doch ein Problem. So ein kleines. Stimmt. Das war das, was ich noch machen musste. Gut, wie kriege ich jetzt am allerbesten Sugarcane? Ich glaube... Welche Reichweite hast du? Du hast... 5x5? Sieht so aus. Dann brauche ich mal Wasser und Sand. Habe ich noch Snet? Snet. Zwei Sand. Gibt es Snet? 1, 2, 3, 4. Und wir brauchen einen Kapazitor. Einen guten für das Ding hier. Damit es weniger Strom verbraucht, schneller arbeitet und generell besser ist. Gut. Dafür brauche ich... Feuer klang mir gerade irgendwie sehr laut. Gut, was habe ich gesagt? Kapazitors, ne? Kappa. Zitoren. Nein. Ich brauche 4, 2. Ja, 4. Energetic. 1 habe ich noch. Das war Holz. Ach Quatsch, Holz habe ich schon. Gold. Redstone, Glowstone. Das ist eine gute Idee. Glowstone... Gold. Die werden mal hier zusammengeschmolzen. Einmal kurz Alloys only. Boom, boom, boom. Ist hier eigentlich alles gut? Läuft hier noch alles, wie es sein soll? Ja, ne? Läuft gut. Nickel wird hier verarbeitet. Warum wird die Nickel nicht verarbeitet? Nickel? Was ist da los? Oh, ich hab's ja gar nicht reingetan. Das ist natürlich nicht so clever. Nur aber... Oh, Diamantblöcke. Yay. Diamanten und das Zeug. Okay, das kann im Block bleiben. Das braucht nämlich jetzt gerade gar keiner. Lapis darf sich entfalten. Weg, weg. Kohle darf im Block bleiben. Das brauchen wir jetzt auch gerade nicht so unbedingt. Autsch. Ansonsten...
Ist hier noch irgendwas drin, was nicht gefalten werden kann? Ja. Das kann nicht gefalten werden und das auch nicht. Die Coco Beans müssen wir irgendwann löschen, weil die braucht man nämlich eigentlich überhaupt gar nicht. Das dauert. Und... Das kommt erstmal weg. Das muss gebrannt werden. Wenn du hier mal fertig bist, irgendwann. Gut, und dann brauche ich noch... Kappa, 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 Kappa. Oh, aus welchen Lootboxen? Aus den legendären. Verdammt. Schade. Die droppen leider nicht. Vibrant. Enderperle und Energetic. Enderperle. So wie Kohlepulver. Oha. Ich missbrauche kurz dich dafür. Autsch. Okay, dauert mir das zu lange. Zip. Und Glowstone habe ich inzwischen auch angebaut. Das ist gut. Ein Glowstone-Block. Und... So. Danach geht's weiter mit Furnace Only. Jawohl. Okay, was sagte ich? Normale Double Layer. Zwei Stück. Und ein Optik. Bada boom. Fertig ist die Kiste. Jetzt können wir hier nebenan. Zack. Dem Ding noch ein bisschen mehr Platz geben. Zum Arbeiten. Wobei. Ich brauche, glaube ich, noch mal so ein Gerät, so ein Wachstumsgerät. Oh, ich weiß nicht, kann das Ding Dingens abbauen? Snet fällt nicht, oder? Fällt Snet? Snet fällt, okay. Dann brauche ich drunter viel. Obwohl, ich habe was drunter. Ich habe hier was drunter. Das heißt, ich kann das hier austauschen, ha? Huh? Ich hoffe, du kannst Sugarcane. Wir werden es erfahren. Also ich hoffe, dass der Growth Dingsbums es kann. Vielleicht? Sieht nicht so aus. Ha? Doch? Das war sehr viel schneller als normal. Aber ich glaube... Oh ja. Oh ja. Aber ich glaube, unsere Farm kann das nicht. Verdammt! Welche Farm könnte das wohl? Ich glaube, die Ender-IO-Farm kann das. Ja, dann braucht man, wie gesagt, noch einen zweiten hiervon. Oder... Es gibt ja noch andere Dinge. Es gibt ja auch noch, genau, so einen Growth Accelerator. Resource Crops Above It. Das ist eigentlich relativ günstig. Ist halt die Frage, bringt das was? Ich würde sagen, ich teste es mal. Dafür brauche ich hiervon eine Menge. Passt schon. Davon haben wir, glaube ich, in der Monsterform noch einen ganzen Haufen. Das sind Köpfe. Autsch. Oh, nee. Die droppen gar kein Zeugs, wenn die vom Grinder gekillt werden. Das macht irgendwie keinen Sinn, aber gut. Und unser Tank ist voll. Fast. Wow. Nicht schlecht. Okay, ich war dabei, Blöcke zu bauen.
glaube, man kann die nämlich auch stapeln. Also im Sinne von 1, 2. Und dann testen wir das mal. Und zwar direkt hier vorne. Okay, immerhin. Momento. So. Langsam mit den jungen Pferden. Ich glaube, ich hätte sie stapeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Wo ist mein Snet hin? Da steht er noch. Oh. Okay, man könnte hier manuell ein bisschen harvesten. Das würde gehen. Wenn es drauf ankommt. Okay. Snend. Und zack, zack. Mal gucken, ob das funktioniert. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die Wachs können erstmal wachsen hier. Hinten wachsen ja noch welche, das heißt, alles hier können wir mal zu Papier machen. Und zu Büchern. So. Drei. Drei klingt gut. Und dazu gibt es dann das. Und das. Und ein Buch natürlich. Eins, zwei, drei. Und dann klauen wir hier mal das Mesh raus. Geklaut. Und hier ebenfalls. Geklaut. Und dann wird verzaubert mit Lackedi-Lack-Lack. Okay. Lapis. Lapis. Ach nee, halt, stopp. Recipes. XP Boost. Das müsste. Das sein? Nee, es ist Silk Touch. Fortune. Verdammt! So ein Mist. So ein verkackter Mist. Gut, Emeralds. Wir müssen uns um Emeralds kümmern. Schade, hätte ja klappen können. Gut. Bitteschön. Bitteschön. Emeralds. Wo kriegen wir am besten Emeralds her? Emeralds. Aus welchen Beuteln? Aus grünen Beuteln. Nice. Grüne Beutel und Diamond Sifted. Aus Gravel. Dann müssen wir halt für kurze Zeit mal kurz unsere Sifting-Gedöse hier umstellen auf Diamond. Also Sifting von Gravel. Okay. Badaboom. Ausgetauscht. In der Hoffnung auf Emeralds. Aus denen wir selbstverständlich als allererstes Seeds machen werden. Emerald Seeds. Tier 5 wieder wie Diamonds. Ich sammle weiter dieses Supremium. Und dann wird es daraus Emerald Seeds geben. Und wir sehen uns wieder, sobald ich das habe, würde ich mal so sagen, weil ich muss dafür, glaube ich, noch einiges. Obwohl, wie viel Supremium habe ich? Obwohl, ich muss auf die Emeralds warten. Auf die Emeralds muss ich warten. Oh, ich habe mehr als genug Supremium. Nice. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.